Hallo, willkommen zum Sims 4 Samstag. Ja, ich hatte eigentlich vor einigen Wochen mal beschlossen, samstags immer nur Sims 4 Videos zu bringen. Also abgesehen von Pokémon, das ja auch ab und an samstags kommt. Aber dann kam irgendwie eine Zeit lang kein Sims 4, weil ich es irgendwie nicht hinbekommen habe. Aber heute werde ich mal wieder den Sims 4 Samstag so, ja, so feiern, wie er quasi ist. Und hier ein Video dazu bringen. Und zwar werde ich jetzt mit so tatsächlichem Sims 4 Gameplay anfangen, denn ich habe jetzt nach einiger Zeit doch mal eine Idee dazu gefunden, was man denn spielen könnte, was man machen könnte. Und ja, habe da doch so ein bisschen eine Idee für gefunden und hoffe, dass ich da auch eine Weile lang Begeisterung für finden werde, dass ihr das auch ganz interessant finden werdet und vielleicht auch da die ein oder andere Idee mit in den Kommentaren bringen werdet und so weiter. Ich werde es euch jetzt erstmal erklären. Und zwar werden wir jetzt hier in diesem ersten Video, diesen Samstag, weil für mehr habe ich wahrscheinlich heute keine Zeit mehr, ich nehme das jetzt auch mittags auf. Ja, werden wir an diesem Samstag hier das Erstellungsvideo machen für die Sims, mit denen wir spielen werden. Und nächsten Samstag dann vielleicht das Haus dafür bauen oder die Häuser. Und dann die Tage darauf, weil je nachdem, wie ich es halt zeitlich schaffe, vielleicht schaffe ich es auch bis nächsten Samstag nicht, wer weiß, werden wir dann mit dem Gameplay beginnen. Aber wir müssen natürlich erst die Vorbereitung treffen und auch dazu werde ich euch natürlich die Videos bringen. Und zwar wird es zwei Sims geben. Ich mache so ein bisschen eine Art Challenge. Also ich habe zumindest so ein kleines bisschen Regeln vorgegeben, so ein kleines bisschen Story auch vorgegeben. Es sind zwei Geschwister, ein Mädchen, also eine Frau und ein Mann quasi. Und die Dame, die hier erstmal so aussieht, die ich aber jetzt gleich noch ein bisschen umgestalten werde, ja, die wird eine Kleptomanin sein. Das ist ein Merkmal, das es noch nicht so lange gibt. Erst seit ein paar Wochen, ein, zwei Monaten, ich weiß es nicht genau, ist auf jeden Fall noch relativ neu mit einem der neuesten Patches gekommen ins Spiel. Und das ist ganz cool. Da kann man halt einfach Sachen klauen, so wie es bei Sims 3 auch der Fall war. Und ich möchte mit diesem Merkmal, also dieses Mädchen soll quasi nur Geld verdienen, dadurch, dass sie Sachen klaut und dann im Anschluss in einem Laden verkauft. Da werden wir also quasi so ein bisschen dieses Ladensystem mit Sims 3, an die Arbeit ein bisschen erforschen und darüber halt ein bisschen was kennenlernen, indem sie halt die ganzen Sachen, die sie im Laden verkaufen möchte, erstmal klauen muss und dann halt im Laden verkauft. Ist natürlich ein bisschen illegal, ein bisschen sehr illegal, aber ja, da wird sie wahrscheinlich so ihre Freude dran haben, würde ich mal behaupten. Und ja, je nachdem werde ich sie versuchen, ein bisschen cool zu gestalten. Und ihr Bruder, der soll ein Arzt werden. Der soll am Ende so ein richtig angesehener Chefarzt werden, der zu dem alle aufblicken und sowas, so in der Richtung. Und sie ist halt so ein bisschen die, naja, was heißt die gescheiterte Persönlichkeit, aber so von ihren Eltern aus wäre sie halt jetzt die, auf die ihre Eltern nicht so wirklich stolz sind und ihr Bruder halt schon auf den sie ein bisschen stolz sind. Aber ihrem Bruder zum Beispiel ist das halt total egal, womit sie ihr Geld verdient und so. Er findet das nicht gut, was sie macht, aber er unterstützt sie und er liebt sie natürlich. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, was die Häuser angeht. Die Läden, die kann man ja nur auf Gemeinschaftsgrundstücken erstellen. Man könnte aber auch drin wohnen. Man muss aber irgendwie nochmal so ein richtiges extra Wohngrundstück haben. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich so machen, dass wir einmal ein Laden, also einmal ein Haus, normales Wohnhaus haben werden und einmal ein Gemeinschaftsgrundstück, wo halt unten ein Laden ist und wo drüber eine Wohnung ist. Und zwar werden die beiden quasi eigentlich getrennt leben. Also sie wohnt über ihrem Laden auf dem Gemeinschaftsgrundstück. Und er wohnt halt quasi auf deren beiden Wohngrundstück in seinem Haus quasi so, um das Ganze auch ein bisschen aufzuteilen. Denn was ich halt so als Hauptregel, was das Ganze so ein bisschen interessanter, ein bisschen anders machen soll, machen möchte, ist, dass ich immer nur abwechselnd einen der beiden Sims steuere. Also an Tag 1 steuere ich nur den einen Sim und an Tag 2 steuere ich den zweiten Sim. Also an Tag 1, sagen wir mal, beginne ich mit ihr. Ich habe noch gar keinen Namen für sie. Und Tag 1 beginne ich, sie zu steuern von 0 bis 24 Uhr. Und wenn es auf den zweiten Tag umspringt, wechsle ich dann halt zu ihrem Bruder von 0 bis 24 Uhr. Und am dritten Tag wechsle ich dann halt wieder pünktlich um 0 Uhr darauf zurück, sie zu steuern. Und in der Zwischenzeit darf ich dann halt den anderen Sim nicht steuern. Was das Ganze zum einen einfacher für mich macht, weil ich dann nur
ein Sim betrachten muss, vor allem weil es wahrscheinlich sein wird, so sein wird, dass sie hauptsächlich auf ihrem Ladengrundstück sein wird und er wird vielleicht hauptsächlich zu Hause sein, beziehungsweise vielleicht auch mal seine Schwester besuchen oder halt auf Arbeit sein. Denn so können wir auch diese aktive Karriere des Doktors ein bisschen erforschen. Ja, und auch diese ganzen negativen Effekte, die das immer so mit sich bringt, dieses Reisen und sowas, dass da die Sims ihre Bedürfnisse immer auffüllen, wenn man mit dem einen Sim aktiv und mit dem anderen, den anderen halt so passiv daneben her hat, was mich immer ein bisschen nervt. Das werde ich auch so ein bisschen umgehen, weil mich dann halt einfach der Sim nicht interessiert und wie seine Bedürfnisse steigen. Mich interessiert ja immer nur der eine Sim, bei dem ich gerade bin. Und dann ist das, denke ich mal, nicht ganz so schlimm. Und deswegen werden wir das so in der Art und Weise machen. Ich hoffe, die Grundzüge sind da so. Soweit verständlich. Ich laber jetzt halt erst die ersten paar Minuten, aber ich möchte euch auch so ein bisschen erklären. Und ja, was die Häuser angeht, die werde ich jetzt erstmal einigermaßen so bauen. Das wird wahrscheinlich das Budget der beiden übersteigen, aber ich möchte natürlich auch ordentliche Häuser haben, sowohl für ihn als auch für sie. Das werden jetzt keine Prunkhäuser sein, aber das soll schon ein schönes, kleines, gemütliches Häuschen sein, sowohl für den Herren, den Mediziner, als auch für sie. Und ich werde das so ein bisschen vom Stilmäßig ganz, ganz interessant gestalten, hoffentlich. Und ja, dann werden wir danach sie so einziehen lassen, sodass sie das Geld dafür haben, aber nicht viel mehr, denn es soll halt darum gehen, wer verdient mehr. Also verdient sie mit ihrer Kleptomanie und mit dem Verkaufen von Sachen mehr oder verdient ihr Bruder mit der ehrlichen Arbeit mehr? Und natürlich halt geht es auch darum, dass man immer halt nur 24 Stunden Zeit hat und also um halt den Fortschritt voranzubringen. Und ja, da werde ich dann auf jeden Fall auch darauf achten, werde mir die Geldbeträge mal aufschreiben und dann können wir halt immer mal wieder schauen, wer hat dann halt mehr verdient insgesamt. So, und dann werde ich mich jetzt ans Erstellen machen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass die Folge ein bisschen länger sein wird. Aber ja, so wird das dann halt sein. So, gucken wir erstmal nach einem süßen Gesicht, obwohl das Gesicht eigentlich auch ganz, ganz süß ist. Vielleicht gefällt mir das sogar schon ganz gut. Ich nutze ehrlich gesagt letzte Zeit gerne dieses zufällig wählen Dings, weil da muss ich mich nicht um so viel anderes. Oh, das Gesicht finde ich ganz schön, oder? Das finde ich eigentlich ganz hübsch. So. Dann möchte ich aber andere Augenbrauen. Ich mag diese dünnen Augenbrauen nicht so sehr. Die finde ich eigentlich ganz schön. Ja, und ich hatte auch mal auf Twitter gefragt vor einer Woche ungefähr, ob ich denn, wenn ich ein Let's Play mache oder Gameplay, ob ich denn Custom Content drin behalten sollte oder nicht. Und die meisten, also es waren so, glaube ich, drei Viertel ungefähr, die fanden, ja, kannst ruhig Custom Content drin lassen. Deswegen werde ich den ja auch mit benutzen. Ihr seht den hier vielleicht schon. Immer dieses Symbol mit diesem Schraubenschlüssel bedeutet immer, dass das modifizierter Inhalt ist. Also, das ist dann Custom Content. Und dann gucke ich erstmal, was für eine Frisur ich der guten Dame hier gebe. Ich weiß halt, wie gesagt, echt noch nicht, wie sie heißt. Ich finde die Frisur gar nicht mal so schlecht. Ich würde natürlich gern irgendeinen Custom Content nehmen, um ehrlich zu sein, weil den habe ich mir ja nicht umsonst ausgesucht. Der ist natürlich nicht so schlecht. Ich habe jetzt gar nicht so viel, finde ich. Also andere Leute haben da bestimmt viel mehr davon. Diese Frisur ist zwar richtig cool, aber die habe ich schon in meiner Let's Play, in meiner Stream-Familie, wo das lustigerweise auch zwei Geschwister sind. Aber egal. Die Frisur finde ich auch richtig schick. Die ist auch nicht so schlecht. Hier steht sogar dabei, wer die kreiert hat bei manchen. Das ist auch ganz schön. Ich überlege auch, ob ich euch dann vielleicht jeden Custom Content, den ich jetzt hier verwende, in diesem Create Sim Video, ob ich euch den vielleicht sogar in der Videobeschreibung verlinke. Ihr könnt ja mal in der Videobeschreibung gucken. Vielleicht habe ich sie tatsächlich verlinkt, wenn ich dran denke, beziehungsweise wenn ich es halt einfach mache. Das wäre natürlich auch eine Idee. Irgendwas Buntes halt. Ich würde dir halt gern irgendwie was Buntes, Peppiges geben. Das fände ich irgendwie passend für sie. Oder sowas hier. Also irgendwas Cooles, Kreatives. Aber ich würde die halt irgendwie auch gerne so eine Frisur hier geben. Ich finde die richtig genial. Die sieht richtig schön aus. Die gibt es auch hier nur in den vorgegebenen Formen oder Farben.
Also es gibt einmal Custom Content, so wie den hier, mit sonst wie vielen unterschiedlichen Farben und so. Und es gibt halt Custom Content, der quasi sehr an EA orientiert ist, vom Stil her, wie ihr sehen könnt, aber halt auch von den Farben, genauso wie man sie halt kennt. Und den finde ich irgendwie gar nicht mehr so schlecht. Ich kann mich halt echt nicht entscheiden, was für eine Frisur ich ihr jetzt geben soll. Irgendwie will ich voll gern die hier nehmen. Ich weiß nicht, ob die zu langweilig ist. Die finde ich irgendwie auch ganz cool. Das ist, glaube ich, von irgendeiner männlichen Frisur konvertiert einfach als weibliche. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich will irgendwie, ich glaube, ich will so eine nehmen. Und ich weiß noch nicht genau. Na, die. Ich würde ihr gern so gefärbte Haare geben, aber das ist immer so intensiv, diese Farben hier. Das gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Deswegen. So, dieses Blau und so. Das ist mir irgendwie zu intensiv von der Färbung her, wisst ihr? Ich mag ja rote Haare. Vielleicht gebe ich einfach die. Ja, okay. Beschlossen. Beschlossene Sache. So. Okay. Die Augen. Sie hat halt irgendwie voll wenig Wimpern, wenn überhaupt. Vor allem, weil Wimpern bei Sims 4 halt auch einfach nur so ein Strich sind. Ist irgendwie ein bisschen tragisch, aber naja. Kann man das dann auch auswürfeln? Nein. Doch, kann ich. Sehr gut. Dann würfel ich die mal aus. Es ist so viel einfacher, als in diese Details reinzugehen, weil diese Details für mich nicht wirklich befriedigend sind. So was mache ich bei Sims 3 ja gerne. Und das halt wirklich anzupassen. Aber bei Sims 4 irgendwie so. Die sollen halt nur hübsch aussehen, einigermaßen, die Sims, finde ich. Wie genau sie aussehen sollen, ist mir eigentlich relativ egal. Und deswegen würfe ich da irgendwie gern in letzter Zeit aus. Also ich finde sie eigentlich recht hübsch so. Und dann können wir ja mal am Körper arbeiten. Die hat aber einen ganz schönen Hintern. Ja, warum nicht? Dann geben wir auch noch ein bisschen mehr Oberweite. Wenn schon, denn schon. Ein bisschen aufrechter. Oder? Ja, doch, so geht's schon. Ja, doch, relativ breite Hüften hat sie. Da ist ja nicht schlecht. Sind sie irgendwie dünner geworden? So. Ja, wohl nicht ganz so. Ja, doch. Können wir mal ein bisschen breitere Beine geben. Die Knie sind halt auch immer so mini, ne? Das geht so weit raus und dann sind die Knie wieder so dünn. Finde ich sehr interessant, dass man das Knie quasi nicht breiter machen kann, weil die Knie werden ja auch ein bisschen größer. Und ich finde sie so ganz okay. Ja. Ah, ich find das eigentlich ganz schön. Er hat sie irgendwie voll die Schattierung. Guckt euch mal den Unterschied an. So hat sie irgendwie ihr Körper viel mehr Tiefe plötzlich. Das ist voll interessant, was da die Schattierungen so ausmachen. Hier so an den Seiten und so. Finde ich. Sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Oh, wollen wir ihr vielleicht ein Tattoo geben? Ja, das fragt sie sich gerade auch. Ob wir eins geben wollen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn man ihnen einfach irgendwelche Tattoos gibt. Ohne wirklich einen Sinn dahinter, den Sims. Oh, das ist auch voll süß. Flügel. Klar.
Was ist damit? Nicht unbedingt. Ja, ich würde, wenn, dann würde ich ihr das hier geben. Ja, dann machen wir das auch. Und dann schauen wir mal, was wir so als schöne Outfits zur Verfügung haben. Wir könnten ihr natürlich diese Eule geben. Wie gesagt, alles, was ihr hier seht mit diesem Schlüssel, mit diesem Schraubenschlüssel, dass das alles immer Custom Content, das sage ich jetzt nicht immer dazu. Ich hoffe, das erkennt ihr immer. Aber ich werde euch nur das verlinken, was ich dann auch tatsächlich an ihr verwende und nicht alles, was ich habe. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Ich würde ihr vielleicht sogar hier dieses Oberteil geben. Das finde ich, sieht an ihr wirklich sehr schön aus. Entweder das oder das. Ich finde irgendwie schon fast das. Das sieht sehr schön aus an ihr, finde ich, oder? Ich finde das sehr hübsch. So, was können wir denn hier so machen? Also ich muss natürlich dazu sagen, ich habe nicht wirklich viel Custom Content. Habe ich ja eben auch schon erwähnt. Da haben andere Leute auf jeden Fall deutlich mehr als ich. Aber das bisschen, was ich habe, das benutze ich auf jeden Fall sehr gerne. Und da freue ich mich auch drüber. Und ich hoffe, dass es euch nicht allzu sehr stört. Ich denke mal, wenn ich die Sims hochlade, also falls ihr das denn möchtet, dann werde ich das ohne Custom Content machen. Also dann werde ich die quasi umziehen, sodass da kein Custom Content drin ist. Und ihr die ohne Probleme runterladen könnt. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee. Vielleicht sowas. Wenn das jetzt noch ein Muster hätte, dann hätte ich das natürlich genommen. Ich weiß nicht, das Kleid ist, der Rock ist ein bisschen lang, oder? Im Prinzip fände ich den auch ganz cool. Aber der ist, glaube ich, ein bisschen zu lang. Oder das hier in einer anderen Farbe. Nicht in Pink. Es gibt halt einfach viel zu wenig Auswahl, was das angeht, finde ich. Sonst hätte ich hier bestimmt einen schönen Rock gefunden, den ich ihr da geben kann. Aber die finde ich irgendwie alle nicht so schön. Und die Hosen sind alle so tief angesetzt. Fangen alle erst an der Hüfte an. Dass sie sich die auch nicht einfach hochziehen kann. Ja, vielleicht nehme ich doch den Rock. Ich finde den Rock gar nicht so schlecht an ihr. Ich kann ihr natürlich auch noch mehrere Outfits geben. Aber ich werde es jetzt erstmal, glaube ich, für den Anfang nur bei einem Outfit für jede Kategorie belassen. Ich würde ihr eigentlich gerne so ein Kleid geben. Sie wirkt ein bisschen hippie-mäßig, muss ich sagen. Aber finde ich gar nicht so schlimm. Das sieht halt echt. Es passt also überhaupt nicht zu ihrem Oberteil. Das ist echt schade. Das ist wirklich schade, dass das überhaupt nicht zu ihrem Oberteil passt. Nicht sowas hier. Das wirkt auch zu brav und zu langweilig irgendwie. Ich weiß nicht genau. Nee, das ist zu viel. Das war mit Glitzer. Hier, vielleicht so eine. Ja, die setzen halt alle so tief an. Ich hätte gern irgendwie eine höher geschlossene Hose. Ja, die, aber die ist an sich irgendwie hässlich. Das hilft mir dann auch nicht wirklich weiter, wenn die an sich hässlich ist. Vielleicht, vielleicht das hier. Das ist doch, glaube ich, eine Idee. Ich glaube, das werde ich nehmen. Ja, machen wir hier alles in Orange. Vielleicht doch ein anderes Oberteil. Nee, das sieht halt schon gut aus. Ich weiß noch nicht, ob alles orange auch schlecht ist. Eigentlich ja schon, ne? Sieht auch nicht so gut aus. Da fände ich es schon fast in beige ganz cool. Ist halt echt schwer mit den paar Farbauswahlen. Ganz ehrlich, das ist schwer. Ich probiere es einfach mal.
So, was können wir denn hier für Schuhe geben? Ach, die Schuhe, die passen halt überhaupt nicht zum Rock. Das macht mich so fertig. Die Schuhe würden super aussehen an sich, aber die passt da nicht zum Rock. Der Rock muss anders sein. Gelb? Grün? Machen wir mal grün. Und dann passen die Schuhe eigentlich auch ganz gut. Vielleicht noch Socken dazu? Nee, nicht solche. So? Nee, das sieht ja schrecklich aus. Was ist eigentlich mit dem hier? Okay, das sieht man nicht. Das sieht man schon, aber das sieht albern aus. Und die beiden hier auch. Ja, das ist auch wieder Custom Content, wie ihr vielleicht seht. Wie wäre es mit sowas? Sehe das okay aus oder ist das zu viel? Das glaube ich ein bisschen zu viel, aber ich fände das cool in irgendeinem Muster. Das hier hat aber keine Muster, ne? Nee. Das hat hier nur so ein bisschen Streifen. Aber das jetzt so in der Richtung mit irgend so einem, mit so einem Herzchenmuster. Oder ich mache es da tatsächlich lang. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ja, ihr seht schon, ich möchte sie ein bisschen cooler gestalten als einfach nur irgendwas. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und wenn ich das jetzt irgendwie zu viel ist oder sowas, dann tut es mir leid, aber ich möchte sie irgendwie ein bisschen kreativer gestalten. Ich finde das irgendwie ganz schön. Und ich möchte hier irgendwie so viel rausholen, wie es geht. Ihr wisst ja vielleicht oder ihr merkt ja vielleicht, bei Sims 4 hat man mit irgendwelchen Mustern und sowas hat einfach nicht so viel Auswahl. Und das ist sehr, sehr schade. Wie gesagt, ich hätte jetzt hier gerne irgendwie ein schönes Muster in das Outfit reingegeben. Aber das kann man halt leider nicht. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich versuche hier irgendwie was rauszuholen, was draus zu machen. Dass sie doch ganz cool aussieht. So, und dann geben wir hier noch einen roten Ring. Jo. Und dann vielleicht ein bisschen Make-up auf jeden Fall noch. Jetzt hat sie hier so grün, rot-brauntöne. Okay, vielleicht arbeiten wir da auch ein bisschen mit rot-brauntönen. Ihr Make-up. Ich bin ja selber niemand, der wirklich Make-up trägt, aber ich schaue Make-up-Tutorials. Nicht von den total bekannten Leuten, sondern von eher nicht ganz so sehr bekannten Leuten, die auch meiner Meinung nach ein bisschen sympathischer sind. Und deswegen habe ich da so ein bisschen. Ich meine zumindest, ich hätte da ein klein wenig Ahnung von. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das hat auf jeden Fall was sehr Sanftes. Ich würde hier irgendwie auch gerne so ein bisschen Rouge geben. Das sieht schön aus. Das rundet das Gesicht so ein bisschen ab, finde ich. So, und was ich hier an Custom Content habe, sind so ein paar Augen. Also wie so kleine, wie so Kontaktlinsen quasi, die die Augen ein bisschen anders aussehen lassen. Da finde ich die irgendwie noch mit am schönsten. Die könnte ich theoretisch nehmen. Aber ich glaube, ich lasse sie mal für diese Familie weg. So groß ist der Unterschied jetzt auch nicht, glaube ich. Das ist sogar fast passend von der Farbe her. So schlimm ist das, glaube ich, nicht, wenn wir die so lassen. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Lippenstifte. Hier einmal so einen richtig matten Lippenstift. Und dann hier noch so Lipgloss-mäßig. Gucken, ob hier einer passt. Muss man natürlich immer gucken, ob die auch farblich zu dem passen, was man da gerade will. Und dann nehme ich die auf jeden Fall auch sehr gern. Ich weiß noch nicht, ob ich hier da gerade für sie was Passendes finde. Ich würde ihr hier doch eher gerne was Sanfteres geben. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu sanft. Ja, es gibt hier halt immer nur diese drei Auswahlmöglichkeiten. Das finde ich halt auch immer ein bisschen schade. Das ist nicht so ganz das ist, was ich möchte. Also, so Lipgloss-mäßig finde ich halt irgendwie schöner. Vielleicht finde ich. Nein, nicht das. Vielleicht finde ich hier irgendwas. Das so ist, wie ich es haben möchte. Ja, die sind alle nicht so. Nicht ganz so, wie ich sie möchte. Das soll irgendwie so ein bisschen rot-braun. Ja, so in der Richtung. Ja.
Doch. So gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und ja, dann wären wir damit fertig. Gott, die Folge ist jetzt schon so lang. So, ich wähle hier erstmal eine andere Kleidung aus. Einfach mal, um zu gucken, was dir hier vorschlägt. Du sollst deswegen nicht dein Make-up die ganze Zeit ändern, Mädel, aber okay. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So das Kleid an sich. Ich werde auch nicht allen Custom Content durchgucken. Ich werde auch, glaube ich, nicht so unbedingt so ein Video machen, wo ich das zeigen will, was ich alles in Custom Content habe. Ich habe da schon dran gedacht. Boah, das würde richtig gut ihr Dingens zur Geltung bringen. Ich glaube, das nehme ich. Das sieht ja richtig gut aus von hinten. Ich glaube, bei ihr sehen wirklich warme Töne besonders gut aus. Merkt man irgendwie. Also finde ich zumindest. Ich finde, die sehen deutlich besser aus als die kalten Töne. Aber vielleicht würde ich ihr hier auch ein hellblaues Kleid geben. Obwohl. Das Gold auch nicht schlecht ist. Oder das Braun. Ja, doch, ich nehme das. So, die Schuhe sind im Prinzip eigentlich egal, die sie hier trägt. Ich mag das nicht, dass das hier immer gefiltert wird. Geben wir hier doch mal einfach so ein paar braune Sandalen. Die passen eigentlich, also sie sieht nicht mal so schlecht aus, wenn man die so ein bisschen durchsieht. Ja, dann hat sie auf jeden Fall was Bequemes, was sie tragen kann und sieht trotzdem ganz schick aus. Weil Abendkleidung ist ja halt wirklich so richtig formelle Kleidung. Dafür gibt es ja extra nochmal Partykleidung oder Ausgehkleidung hier nebenan. Da kann sie ja schon mal sich so richtig schick und fein machen für. Ja, siehst nicht schlecht aus. Auch wenn du immer noch keinen Namen hast. Aber den kriegst du schon noch. So, dann würde ich ihr hier jetzt so einen schönen matten Lippenstift geben. Den fände ich sehr passend. Wir haben hier so was Braunes. Okay. Also vielleicht sowas hier. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Dann hier wieder das schöne Rouge, was sehr schön mit ihrer Haarfarbe zusammenwirkt. Dann können wir hier so ein bisschen ausfallenderes Make-up machen. Und dazu. Ja. Welches davon ist besser? Ich glaube sogar das hat noch ein bisschen Gold drin. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Ja, doch. Das gefällt mir ganz gut. Das Ding ist, hier können wir natürlich. Nein. Ach. Hier können wir natürlich nicht so viele Frisurenänderungen machen, weil sie halt sehr kurze Haare hat. Ist doch sehr spezifisch. Diese Haare könnten wir ihr geben. Die vielleicht auch noch. Die theoretisch auch, aber jetzt nicht wirklich was wirklich formell wäre. Die sind, glaube ich, sogar schon zu lang hier. Diese Frisuren. Das ist, glaube ich, auch zu lang. Für das, was für die Frisur, die sie eigentlich hat. Joa. Ich denke mal, ich lasse bei jeder Frisur diese hier, die sie hier hat. Die finde ich ganz okay so. Für den Sport brauchst du kein Make-up-Mädchen. Oh, warum muss das denn Make-up und so weiter immer noch mit beeinflussen? Das ist eigentlich richtig albern. Ich fand so richtig hässliches Make-up auch noch. Aber ja, sowas würde ich ihr schon fast tatsächlich geben. Könnt ihr natürlich auch das hier geben. Ich mag irgendwie eher so ein bisschen leichteres Sportoutfit. Haben wir nicht auch das hier? Ja, das finde ich irgendwie cooler. Habe ich mal was Grünes? Ja, wo ich finde halt echt die warmen Farben so viel schöner an ihr. Ich finde, das sieht so viel besser aus an ihr als das hier jetzt. So, dann mal gucken. Entweder so eine Hose.
Wo mich da immer die Streifen so ein bisschen nerven, dass da immer diese Streifen mit sind. Oder halt so eine kurze. Das passt natürlich auch gut zu dem. Ja, dann nehmen wir die. Und andere Schuhe. Ich mache das immer aus Prinzip einfach diese Filterung weg. Einfach weil mich das so nervt, dass das standardmäßig als gefiltert eingestellt ist, sodass man nur einen Teil davon nutzen kann. Ich finde das ja prinzipiell richtig gut bei Sims 4, dass man quasi jedes Outfit für jede Kategorie hat. Aber ich fände es halt gut, wenn man diese Autofilterung einfach wegmachen muss. Aber jedes Mal dort oben aufs Klicke und wenn ich es halt doch mal vergesse, mich dann wundere, warum so viele Objekte fehlen. Ja, würde ich diese Schuhe nehmen. Ansonsten glaube ich nichts dazu. Und auch für die Schlafkleidung bitte kein Make-up-Mädchen. Lernt auch nicht dazu. Ob hier irgendwas Cooles, was ich ihr geben kann. Das Outfit. Nee, ne? Nicht wirklich. Nee. Vor allem nicht wirklich was zum Schlafen. Zum Schlafen gebe ich ihr hier lieber einfach nur irgendeinen schönen Pullover. Vielleicht den sogar. Da hat sie irgendwas Kuscheliges, Flauschiges zum Schlafen. Ich weiß nicht, ob es zu viel ist. Je nachdem, ich weiß ja nicht, wie kalt ihr nachts ist. Ich zum Beispiel bräuchte keinen dicken Pullover zum Schlafen. Mir wird da viel zu schnell warm unter der Decke. Vielleicht geben wir ihr doch lieber sowas hier. Und dann eine Hose. Was haben wir denn hier so zur Auswahl? Vielleicht so eine einfache? Ja, geben wir ihr hier so eine. So, Schuhe brauchst du auch nicht. Ein ganz einfaches Schlafoutfit. Mehr brauchst du ja auch nicht. So, dann Party. Oh Gott, nein. Bloß nicht. Oh Gott, bitte nicht. Nein. Warum? Das sind so schreckliche Outfits alles, ne? Das geht alles echt gar nicht. Ich würde dir mal hier noch irgendwie ein Outfit versuchen zu geben. Irgendwas, irgendein cooles Oberteil, wenn wir eins finden. Was ist das? Das ist voll hippie-mäßig. Aber nein. Das ist so ein bisschen verrückte Katzenlady-mäßig. Interessant. Das ist so eine komische Schleife. Ich weiß nicht, zum Ausgehen. Ich würde dir irgendwie gern das hier geben. Ich kann dir natürlich auch das Oberteil ist auch richtig cool, finde ich. Vor allem mit dem Schwarzen drunter. Die meisten anderen sind jetzt nicht so besonders gut. Obwohl, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber mit dem Schwarzen gefällt mir das am besten. Ist auch wieder Custom Content, wie ihr sehen könnt. Weil die Blumenjacke gefällt mir irgendwie echt ganz gut. Was haben wir sonst noch? Ich kann natürlich auch einfach die hier nehmen. Das ist quasi dasselbe, nur ohne schönes Muster. Und mit schönem Muster, das ist natürlich schön. Das implementiert die Silbe oder das Adjektiv schön davor. Oder das. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Hier so ein Oberteil zu geben, die sind auch sehr schön. Nee, ist auch nicht unbedingt mein Favorit. Oder sowas hier. Das Top ist auch sehr cool, finde ich. Gibt auch einfarbig. Ich kann mich nicht so recht entscheiden. Merkt man bestimmt gar nicht. Naja. Vielleicht tatsächlich so eins.
Ich weiß nicht genau. Das ist irgendwie nicht so die schöne Farbe, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht doch lieber die Jacke. Ich finde die Jacke irgendwie richtig cool. Und dann wieder so eine Hose dazu, weil die halt cool ist. Und rot. Obwohl das irgendwie auch nicht richtig passt. Das ist auch zu viel. Das würde sogar einigermaßen gut aussehen zusammen. Aber wie habe ich jetzt Bock auf die rote Hose? Oder in Schwarz oder in Braun. Gucken, ob wir noch ein anderes Oberteil finden, was hier dazu vielleicht besser passt. Oh, kannst du bitte wieder alles wegmachen? Aber ich hab. Und jedes Mal, wenn man wieder zurückwechselt, muss man wieder da draufklicken. Das ist so unnötig. Vielleicht einfach sowas hier. Und dann die Hose. Vielleicht in Rot. Oder doch in Braun. Hat sie halt wieder ein braunes Outfit. Wo sie irgendwie da cooler aussieht als da. Das ist ja fast schon mehr Alltagskleidung. Es ist schwer. Es ist schwer. Wisst ihr das? Es ist echt schwer. Vor allem, weil ich auch diesen Kontrast nicht mag. Man hat halt entweder fast nur richtig kurze Hosen, so richtig kurze Höschen oder halt richtig lange Sachen. Und es gibt voll wenig Sachen, die jetzt so halblang sind. Das finde ich so schade. Vielleicht können wir hier davon was verwenden. Das und dann vielleicht irgendein schlichteres Oberteil, weil der Rock ist doch schon sehr einnehmend. Das gefällt mir aber so nicht so richtig. Das müsste halt dieses Gelb haben in den Blümchen drin, damit das gut aussieht. Also damit es auch nur ansatzweise gut aussieht, obwohl es, glaube ich, selbst dann nicht wirklich gut aussehen würde. Ich würde dir irgendwie gern so ein Oberteil geben, aber mit anderem Muster und nicht mit diesem. Ich weiß auch nicht, was das darstellen soll. Das sieht ja richtig schrecklich aus. Nee, so schon mal nicht. Ich finde das halt wirklich wichtig. Ich verbringe so viel Zeit mit Create a Sim, weil ich mir halt irgendwie einen bestimmten Stil bei einem Sim vorstelle und so soll er dann auch aussehen. Und dann gibt es ja halt einfach keine Objekte, die das auch nur in irgendeinem Ansatz rüberbringen, was ich hier haben will. Und das ist echt frustrierend. Und deswegen mag ich einfach Sims 4 nicht so sehr. Weil es für mich nicht das macht, was ich mir von einem Sims-Spiel wünsche. Mich mir meine Freiheit geben, meine Freiheit zu entscheiden. Die können da nicht bei Sims 3 einem totale Designfreiheit geben und sie einem in Sims 4 wieder nehmen und denken, jeder wäre glücklich damit. Das ist ein neues Spiel, aber es ist halt nicht das, was man sich erwünscht. Wenn, dann hätte ich mir noch mehr Freiheit erhofft und nicht weniger Gestaltungsfreiheit. Das ist halt von den Farben alles nicht so schön. Guck mal hier, ob es hier irgendwas gibt. Habe ich ja bisher noch gar nicht mehr so wirklich angeschaut. Das wäre natürlich relativ simpel. Das wäre eine Möglichkeit. Da würde ich dann vielleicht das hier nehmen, weil das ganz gut zu ihr passt. Da gefällt mir der untere Teil überhaupt nicht. Was haben wir sonst noch? Das ist alles nicht so. Das ist alles auch so langweilig.
ist halt alles nicht so. Wir könnten vielleicht daraus noch irgendwas Cooles machen. Ja, nehmen wir das in Blau. Und dann mit ein paar Accessoires und so dazu. Sieht das dann vielleicht auch ganz cool aus. Ich würde ja am liebsten wieder die Strumpfhose hier nehmen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht da vielleicht doch zu viel ist. Gibt's. Nein, warte. Jetzt wollte ich doch jetzt weitermachen. Ah, das gibt's einfach in Schwarz-Weiß. Was gibt's hier? Streifen einfach nur. Da gibt es auch nichts Besonderes. Hier gibt es auch nur Farben. Was gibt es hier? Das ist so Winter, eine Winterstrumpfhose eher. Dann würde ich vielleicht doch lieber die hier nehmen. Ist doch ein bisschen am Laggen das Spiel, ne? Merkt ihr auch, oder? Dann nehme ich die. Was war das hier vorne? Hier war es das. Ein dunkler. Okay, dann nehme ich lieber die Punkte. Ich will ja nicht zweimal Herzchen haben. Und dann noch ein paar coole Schuhe dazu. Da können wir jetzt natürlich leider keine offenen Schuhe nehmen, weil sie jetzt Strumpfhosen trägt. Da muss ich also nach geschlossenen Schuhen gucken. Vielleicht solche. Die würden da ganz gut dazu passen von der Farbe. Welche können wir noch nehmen? Die nicht. Das werden, glaube ich, wahrscheinlich die besten sein, die wir hier nehmen können. Könnt höchstens gucken, ob die hier besser aussehen. Nee, da fand ich irgendwie die schöne. Die machen auch so einen schönen Kontrast zwischen diesem süßen Kleidchen und der süßen Strumpfhose und dann halt so coole, sportliche, skatermäßige Schuhe. Das finde ich ganz cool. So, wieder den Filter raus. Irgendwas. Irgendwelche schöne Dekoration für die Hände. Dekoration vor allem. Irgendwie ist es das halt auch einfach. Es ist einfach eine Dekoration für die Hände. So, eine Kette passt hier nicht wirklich hin. Aber machen wir mal das Make-up. Auch da möchte ich keinen Filter. So, erstmal hier wieder das, was ich eh immer nehme. Das schöne Rouge. Dann würde ich hier vielleicht ein bisschen intensiver, so also ein bisschen mehr ins Pinke diesmal. Den Lippenstift. Der würde hier, glaube ich, ganz gut an so einem leichten Pink passen. Das ist aber nicht so das, was ich will. Mal gucken, was wir hier so haben. Ja, eher so in die Richtung, würde ich sagen. Oder so. Ich weiß nicht. Ist das das, was ich vorhin ausgewählt hatte? Vielleicht nehme ich doch lieber das. Ja, lieber das. Und dazu dann. Ich finde das so schrecklich, dass der Eyeliner nicht mit den Wimpern abschließt. Wenn man so von gerade drauf guckt, dann ist da noch so eine kleine Lücke. Warum hätten die das nicht so machen können, dass das perfekt abschließt? Das ist so schrecklich. Oh, was ist das denn? Ach, das ist so richtig mit Highlights und alles so. So richtig intensiv. Das sieht irgendwie gar nicht mal so schlecht aus, von weitem zumindest. Ich würde halt jetzt bei Sims 3 einfach das Ganze ein bisschen abschwächen. Weil an sich sieht das gar nicht schlecht aus. Aber ich finde es halt viel zu intensiv. Ich würde das hier nehmen und dann diese Highlights, die hier oben, die hier und da im Augeninnendingens gesetzt wurden, die würde ich halt einfach ein bisschen abschwächen, weil das viel zu intensiv. Warum trägst du da Ohrringe? Okay. Ich finde das da viel zu intensiv, deswegen finde ich es ein bisschen schade. Ist das das Gleiche? Ja, fast, ne? Nur ohne die ganzen. Nur mit weniger Highlight, oder? Kann das sein? Oder ohne Highlight? Nee, ganz ohne Highlight. Aber ansonsten so ziemlich dasselbe.
Ja, dann würde ich. Nee, Violett ist zu intensiv. Dann würde ich das hier nehmen. Ein süßes kleines bisschen Make-up. Ist auf jeden Fall ein bisschen leichter als hier in der Alltagskleidung. Aber da sieht es auch irgendwie viel süßer aus. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was davon ich jetzt als Alltags, was als Ausgekleidung machen würde. Ich mache bei Ausgekleidung meistens einfach was Ähnliches wie das Alltagsoutfit, weil die meisten Leute gehen halt einfach so, wie sie auch normal rumlaufen, zu Partys. Es gibt wenige Leute, also meistens, wenn sie irgendwas anders machen, dann vielleicht ein Make-up oder sowas, aber so richtig sonst wie schick machen oder sowas, machen glaube ich nicht so viele. So, Badekleidung ist noch das Einzige, wo ich mir denke, okay, da macht es noch einigermaßen Sinn, das zu filtern, weil man da nicht unbedingt die ganzen Pullover und sowas vom Tag trägt, wenn man im Pool ist. Aber ich finde es halt ganz cool an Sims 4, dass man es halt theoretisch machen kann, wenn man will. Man kann den theoretisch auch hier, keine Ahnung, jeden Tag dasselbe geben. Oder zu jeder Gelegenheit dasselbe quasi. Ich finde das aber irgendwie langweilig. Gibt es irgendwelche Muster? Ich will was mit Muster. Ich bin irgendwie voll musterverrückt. Aber bei Sims 4 nervt es mich halt auch, dass es keine Muster gibt. Und ich weiß, ich rede da immer wieder drüber. Aber wenn man es spielt, stört es einen doch. Zumindest bei mir ist es so. Aber es gibt hier halt auch nicht viele Oberteile und die sind halt alle so langweilig einfarbig. Und das hier sieht immer so nach Kinderbadeanzug aus, finde ich. Deswegen habe ich mir den hier geholt, weil der sieht richtig schick aus. Der hat Blätter drauf, wisst ihr? Der hat Blätter. Dann doch lieber so einen hier. Der ist cool. Ich glaube, den nehme ich auch einfach. Ist auch wieder Custom Content, aber der sieht halt auch einfach schöner aus als die anderen. Und der ist halt auch einfach mal ein bisschen interessanter. Gut, dann haben wir das soweit geklärt. Wie heißt die gute Dame denn jetzt? Was haben wir denn so für Namen? Ute, Vanessa, Luisa, Nadja. Charlotte. Okay, dann heißt die Charlotte. Und als Nachname. Also, das Würfeltool macht sich hier bei Sims 4, finde ich, vollkommen bezahlt. Hier weiß man echt, hier hat man echt immer eine Idee, was man machen kann. Kreis, Kreuz, Rot, Schneider, Offermann. Wiederholt sich natürlich leider sehr oft. Aber irgendwann findet man hier schon was. Man muss ja einfach nur klicken. Schäfer. Okay, dann ist es die Schäferfamilie. Charlotte Schäfer. Und dann gucken wir mal. So, Devianz. Bei diesem Sim dreht sich alles um Streiche und Chaos. Ich glaube, sowas in der Richtung möchte sie auf jeden Fall. Weil diese kleptomanische Sache. Das ist bei diesen Unfugsachen mit dabei. So. War das denn? Hier, kleptomanisch. Diese Sims leihen sich gerne einmal Dinge von anderen, ohne vorher zu fragen. Und wenn sie länger nichts schibitzt haben, wächst ihre Anspannung. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen. So, was ist bei Spinnerin? Diese Sims sind häufig verspielt. Okay, dann mache ich das auf jeden Fall auch sehr gerne. Das ist, glaube ich, ganz cool. Was können wir noch als dritte Fähigkeit machen? Oder als drittes Merkmal? Ordentlich würde ich eher weniger sagen. Eher Chaotin, wenn schon. Vielleicht sprunghaft? Ja, machen wir sie mal sprunghaft. Okay, dann ist das Charlotte Schäfer. Und dann wenden wir uns natürlich dem nächsten Sim zu. Ja, der soll auf jeden Fall männlich sein. Gesichtsbehaarung, ja, Gesichtsbehaarung, Kleidung, Körperform, Gesicht, Farbe, Haare. Stimme ist mir echt. Eigentlich können wir alles ändern. Ja, mal ein bisschen durchscrollen. Um irgendeinen angenehmen Typen zu finden, der irgendwie positiv aussieht.
Den finde ich eigentlich ganz okay. Der sieht doch vom ersten Eindruck ganz freundlich aus. Der heißt auf jeden Fall auch mit Nachnamen Schäfer, weil es soll ja sein Bruder sein. Ist jetzt halt, wie gesagt, das zweite Mal irgendeiner, der Bruder ist, aber ich möchte keine Beziehung mit denen und ich. Also ich möchte nicht, dass sie zueinander Beziehungen haben, deswegen lasse ich es Geschwister werden, weil dann kann man garantieren, dass da keine entsteht. So, werden wir dem erstmal auch gleich einen Namen geben. Dirk. Ralf. Kann man auch immer dieselben Namen. Wieder Dirk. Moritz. Nee. Ah, es ist schwer, weil ich spiele ungern mit Sims, also mit Namen. Also ich gebe den Sims ungern Namen von Leuten, die ich kenne und mit denen ich zu tun habe. Und ja, deswegen ist das oft schwer, einen schönen Namen zu finden. Die heißen auch alle unterschiedlich, die ich kenne. Können die sich nicht mal auf einen Namen einigen? Dann wäre das, glaube ich, einfacher. Die gefallen mir auch alle nicht so. Ja, okay, nennen wir ihn Yannick. Das ist okay. Okay, dann nehme ich das. Okay. Ja, und der Typ soll auf jeden Fall. Wir machen ihn mal ein bisschen, dass er zu seiner Schwester passt, quasi. So einigermaßen. So, ja, würde ich sagen, so ist das okay. Und dann, obwohl das Gesicht. Ja, wir können das Gesicht auch noch mal ein bisschen umändern, vielleicht. Vielleicht findet sich da noch ein anderes Gesicht. Ich mache erstmal die Gesichtsbehaarung weg. Dann kann man das, glaube ich, ein bisschen besser beurteilen. Aber ich hätte gar nichts dagegen, ihm die Gesichtsbehaarung zu geben. Warum sind hier immer so kleine Fehler um den Mund herum? Das stört mich ein bisschen. Finde ich jetzt alles nicht so besonders schön, um ehrlich zu sein. Die sehen irgendwie alle richtig eigenartig aus. Das ist bei Männern, finde ich, viel schwieriger, dass die irgendwie angenehm aussehen. Die sehen immer so schrecklich aus. Das geht ja irgendwie gar nicht. Nein. Warum? Nein. Das ist ja echt eine Zumutung. Das gefällt mir halt echt nicht wirklich. Wartet. Ja, okay. Der geht so einigermaßen. Machen wir mal noch eine andere Augenfarbe. Nehmen wir ihm mal so ein Blau. Ja. Kriegt er blaue Augen. Da stehen doch die Weiber drauf. Er soll halt so ein bisschen, er soll so ein bisschen wie so ein Chefarzt werden, auf den dann die ganzen Frauen fliegen. So richtig schön, klischeehaft. So soll das werden mit ihm. Und wer weiß, was er daraus für Nutzen zieht. Ja. Passt. Geben wir ihm. Ich würde ihm sogar tatsächlich schwarze Haare geben. Ich weiß noch nicht, ob die Frisur, obwohl die Frisur gar nicht mal so schlecht ist. Die hier werde ich ihm definitiv nicht geben. Mal gucken. Ja, die ist ein bisschen zu. Ugh. Die vielleicht? Die ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Nein, kein Zopf. Nein.
Die sind alle nicht so. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die eine, die ich da eben hatte, wo ich gesagt habe, die ist ganz okay. Wenn ich die wiederfinde. Die? Ja, die war das, glaube ich. Ja. Die nehmen wir mal. Und dann mal gucken, ob irgendeine Gesichtsbehaarung dazu passt. Ich wollte mir eigentlich eine geben. Wie finde ich, sieht er jetzt ohne Gesichtsbehaarung besser aus? Ich kann ihm natürlich auch einfach die hier geben. Nee, die finde ich immer albern. Okay, gebe ich ihm keine. Dann halt ohne. Ich glaube, die kommen auch. Ja, doch. Machen wir das so. So, bei Männern geht es natürlich deutlich schneller. Die haben erstmal kein Make-up, die tragen nicht so viele Accessoires und ja, die kann man auch ein bisschen einfacher kleiden. Außerdem soll er ja so ein bisschen, ja, er soll ja nicht ganz so ausgefallene Sachen tragen. Also der soll schon ganz, ganz gut aussehen und nicht wie so ein Langweiler-Typ. Aber die, ja, prinzipiell geht das einfach schneller bei Männern, finde ich. Einfach, weil es da nicht so viel Auswahl an guten Sachen gibt, finde ich. Ach, das ist so schwer. Okay, es ist halt doch schwer. Einfach weil alle so albern aussehen, die Sachen, die hier tragen können. Der ist auch. Ich habe noch gar nicht seinen Körper angepasst. Sein Körper gefällt mir vielleicht halt auch gar nicht. Der muss auch gar nicht so. Oh Gott. Alter, nein. Du kannst ruhig ein bisschen Fleisch auf den Rippen haben. Vor allem gibt es hier nur zwischen total abgemagert und total aufgepumpt. Und dann gibt es hier den einen kleinen Zwischenpunkt, wo es vielleicht normal ist. Sehr krass. Und das ist auch irgendwie eklig. Also alles unterhalb dieser Linie sieht irgendwie echt eklig aus. Und dann kannst du halt nur höchstens noch nach oben ziehen. Das ist sehr schrecklich, muss ich sagen. Also die ganze Linie hier total abgemagert. Irrg. Einfach nur irr. Das ist echt widerlich. Das schockiert mich gerade ein bisschen. Ist es bei Frauen auch so? Ich muss das eben mal kurz gucken. Ich ziehe mal alles aus. Das heißt, unterhalb dieser Hälfte kannst du eben mit Sims gar nicht arbeiten, weil die dann richtig abnormal eklig aussehen. Boah, warum? Das ist doch ein Spiel für Kinder. Warum macht man sowas? Warum führt man diese untere Hälfte überhaupt ein? Das ist ja schrecklich. Ich meine, ja, es gibt solche Leute und das ist auch kein Problem, wenn man so ist, aber es ist nicht unbedingt ein Vorbild, ja, so einen Körper zu haben. Ich würde ihm am liebsten, glaube ich, das hier geben. Ich finde das irgendwie ganz cool. Ein offenes Hemd. Und dazu ein paar simple Hosen. Auch da gibt es nicht wirklich viele von den Hosen. Da gibt es dann ein ordentliches Paar Hosen. Und der Rest sehen irgendwie total bescheuert aus. So, gehen wir in die. Und ja, dazu dann wahrscheinlich solche Schuhe. Ja, doch, würde ich sagen. Brauchst du Accessoires, Junge? Brauchst du sowas? So eine Uhr? So eine Uhr passt zu dir irgendwie, oder? Irgendwie ja schon. Ja, doch. Kleiner Yannick. So.
Dann gucken wir mal hier. Okay, haben wir nicht wirklich was, außer wir wollen ihn hier als Darth Vader kleiden oder so. Ich glaube aber irgendwie eher weniger. So was richtig Formelles. Vielleicht eher so. Ich würde ihm gerne weiß mit schwarzer Krawatte geben, aber das gibt's ja nicht. Es gibt nur eine hässliche blaue Krawatte. Warum? Warum denn so eine hässlich blaue Krawatte? Das ist ja schrecklich. Es gibt blau mit schwarzer Krawatte. Aber warum denn kein weiß? Mach ich denn blau? Ja, komm, machen wir blau mit schwarzer Krawatte. Das ist auch okay. Muss der sein Hemd da so reinstopfen? Scheinbar, oder? Gehen wir wenigstens diese Hose. Die ist irgendwie cooler als die andere. Oder? Ich finde die irgendwie cooler. Aber, ja, vielleicht ist die doch besser. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung von Männermode. Ich weiß nur das, was ich gut finde. Und irgendwie kann man das auch so ein bisschen erkennen an den Sachen, die ich hier immer meinen Sims anziehe, meinen Sim-Männern vor allem, was ich gut finde. Auch wenn das natürlich niemandem von euch was bringt. Aber es gibt trotzdem was über mich preis, quasi. Nehme ich das. Und alles in allem. Ist quasi die Grunderkenntnis, die ihr daraus ziehen könnt, aus der Sache, wie ich die anziehe. So Basketball-Shorts? Hm, warum nicht? Prinzipiell ist mir das scheißegal, was Typen tragen. Deswegen fällt mir das auch so schwer, denen irgendwas anzuziehen, weil sollen sie halt tragen, was sie wollen. Nur halt nicht so mega bunt und ausgeflippt, wie das hier immer vom Spiel vorgeschlagen wird, weil das richtig bescheuert aussieht. Haben wir hier irgendwie was, was du da tragen kannst dazu? Mit Rot vielleicht? Siehst du jetzt eigentlich so aus, wie du aussehen sollst? Ja, es geht. Dann Schlafklamotten. Würde ich dir gern eigentlich ziemlich wenig anziehen. Weil du bestimmt auch so einer bist, der wie deine Schwester. Sonst ist dir ziemlich kalt, ziemlich warm, wenn du zu viel anhast. Das wollen wir natürlich auch nicht. Gott, das sieht alles so hässlich aus. Wie kann man sowas tragen als Sim? Ernsthaft, wie kannst du das tragen? Wie kannst du das auch nur anprobieren? Das ist ja grauenhaft. Ich kann ihm auch so eine Hose geben. Das wäre vielleicht einfacher. Dann musst du aber auch ein T-Shirt drüber tragen. So geht das natürlich nicht. Du kannst dir nicht einen auf, ich brauche, ich, mir ist nicht kalt machen und dann hier so eine lange Hose tragen. Das passt ja nur überhaupt nicht zusammen. Das ist nicht wirklich glaubwürdig, muss ich dir sagen. Das glaubt dir niemand. Was ist das denn Hässliches? Aha. Okay. Warum nicht? Gibt es hier auch irgendwie ein gutes Motiv? Außer irgendwelche Totenköpfe? Ja, komm, nehmen wir die Wölfe. Die sind immer schön. Und jetzt eine Party. Yay. Ach so, nein, das wollte ich nicht. Nicht Gesichtskleidung. Gibt es hier denn irgendwas Gutes? Bitte schlage mir irgendwas vor, dann habe ich weniger Arbeit. Bitte, bitte. Okay, nicht. Dann muss ich selber schauen. Was haben wir denn da so? Irgendwas Cooles, was Schickes. Was halt nicht so langweilig ist wie das hier, sondern ein bisschen interessanter. Wo man sich auch ein bisschen der Welt vorstellen kann. Das wäre ein gutes Arbeitsoutfit in Weiß. Oder? Dann so zur Arbeit. Ich habe ja auch einen Mod drin, dass ich die Arbeitskleidung auswählen kann.
von Sims, dann könnte ich das auf jeden Fall machen und ihm ein schickes Arztoutfit geben. Ich denke mal, das werden wir da schon einigermaßen hinkriegen. Ich könnte ihm sowas hier geben. Hier so eine olle College-Jacke. Ich finde ja eher sowas hier ganz okay. Entweder das oder das andere. Oder einfach ein T-Shirt. Ein T-Shirt, auf dem er intelligent wirken will. Ja, dann geben wir ihm das hier einfach. Ja, doch. Hey, warum habe ich. Ich wollte ihm die Hose gar nicht ausziehen. Nein. Das hatte ich nie als Intention. Natürlich nicht. So eine coole Hose. Ja, okay. Meinetwegen. Meinetwegen, mach, was du denkst. Zieh's halt an. Und vielleicht die Schuhe dazu. Ich hätte irgendwie gern braune Schuhe dazu. Jo, okay, nehmen wir die. Dann ziehen wir dir noch ein paar Socken an, weil du hast nämlich eigentlich gerade gar keine an, aber es ist irgendwie besser mit Socken dazu. Ja. Ja, doch. Wow, was für eine Veränderung. Aber ja, okay. Er hat von beide mal einfach ein offenes Hemd über einem T-Shirt. Ja, kann man machen. So. Warum nicht? Was können wir bei ihm machen? Weil so, obwohl Wissen in vielen Dingen gleichzeitig begabt sein. Sowohl belesen als auch geschickt. Nee. Keine Ahnung. Wir können ihm irgend sowas in Richtung Wissen geben. Oder vielleicht möchte er sowas mit Vermögen, Reich, Erfolg im Beruf. Vielleicht möchte er sowas eher sein. Vielleicht ist er ja doch tatsächlich eher so am Geld orientiert. Oder halt am Wissen. Kann mich gerade nicht wirklich entscheiden, wonach es ihm eher ist. Er ist auf jeden Fall gut. Er ist ja Arzt. So, als Arzt ist man ja voll gut und so. Jetzt kann er ja auch gar nicht mehr kleptomanisch sein. Interessant. Ordentlich, würde ich sagen. Ist auch ganz gut als Arzt, wenn man ordentlich ist. Und selbstsicher? Doch, ja. Würde ich auf jeden Fall sagen, er ist gut, ordentlich und selbstsicher. Und ihm steht der Sinn nach Wissen. Der gute Yannick Schäfer. Und seine Schwester Charlotte, die ist halt eher so ein bisschen, ja, ein bisschen spaßiger drauf. Sie ist kleptomanisch, Spinnerin und sprunghaft und ja, sie nimmt das Leben nicht ganz so ernst quasi. Er möchte halt was Gutes tun, er ist sich sicher, was er im Leben erreichen will und so. Und er möchte auf jeden Fall viel Wissen tanken. Und die gute Charlotte, die will einfach nur Spaß haben quasi, möchte sich ausprobieren und ich finde auf jeden Fall ihr Outfit richtig cool und ja, seins ist halt so relativ okay. Das war jetzt ein sehr, sehr langes Video. Ich hatte auch lange kein Sims-4-Video mehr gemacht, deswegen hoffe ich mal, dass das einigermaßen okay für euch ist. Wenn ihr das nicht am Stück gucken wollt, dann könnt ihr das ja auch geteilt gucken. Ist natürlich schön, dass ich das jetzt so am Ende sage. Aber ja, das war es dann für dieses heutige Video. Ich kann hier noch die Beziehungen festlegen. Schwester, sehr gut. Und ja, dann ich lasse bei beiden den normalen Gang, weil ich finde den noch am besten als diese anderen Gänge. Die finde ich irgendwie mal albern. Und dann würde ich jetzt erstmal meine Bibliothek speichern. Als Familie Schäfer. Und ja. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ich versuche es bis nächste Woche zu machen, die Häuser für die beiden fertigzustellen, dass wir da dann auch bald loslegen und spielen können. Und falls ihr irgendwelche Wünsche, Ideen zum Gameplay habt oder sonstige Fragen und so weiter, dann ja, schreibt die einfach in die Kommentare. Ich werde jetzt versuchen, hier die paar Custom-Content-Sachen, die ich bei der guten Charlotte verwendet habe, mit in die Videobeschreibung zu packen, dass ihr, falls ihr die ganz cool findet, auch haben könnt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bedanke mich, falls ihr wirklich so lange euch das Video angeschaut habt und sage Tschüss!